Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal kein Unboxing, sondern heute eher ein Produktvergleich und zwar von sehr ähnlichen Produkten aus dem gleichen Hause im Prinzip. Ich habe mir vor ungefähr 2 Jahren für den Sport Kopfhörer geholt, die wirklich fest im Ohr sitzen sollten. Und das da bin ich fündig geworden bei der Firma Monster, bei dem Produkt iSport Victory. Das sind die, die hier rechts liegen, man sieht es auch schon am Kabel. Und nach einer Weile hat mich so beim Sport immer das Kabel gestört. Und dann hatte ich mal geguckt, was es da so auf dem Markt gibt. Und weil ich eben gute Erfahrungen gemacht habe mit den kabelgebundenen Kopfhörern, habe ich gedacht, okay, probierst du mal ebenfalls die iSport dann in der Bluetooth-Version aus. Und darauf werde ich jetzt nochmal kurz eingehen, direkt einen Vergleich. Weil ich natürlich auch am Anfang ein bisschen skeptisch war, ist das wirklich das Gleiche und wie löst die Bluetooth-Technologie das Ganze klangmäßig? Aber ich denke, das war vor ein paar Jahren mal ein Thema. Mittlerweile ist der Standard so hoch, auch bei Funkübertragung, dass die wirklich sehr gute Klangqualität auch über Bluetooth liefern können. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Verpackung. Interessanterweise, die kabelgebundene Version ist hier in einer sehr großen Verpackung gekommen, aber nicht, weil 10 Meter Kabel beiliegen, sondern weil das eben der Hersteller sich so überlegt hat, dass er hier eine große Verpackung nimmt. Also auch hier sehr hochwertig gehalten das Ganze, auch mit einem Magnet-Clip-Verschluss. Man sieht das hier und kennt das auch schon von dem Hersteller. Sehr aufwendige Verpackung, die im Prinzip auch schon die Produktqualität oder auch den Gedanken hier schon transportieren soll. Ebenso hier bei der Bluetooth-Version ebenfalls eine hochwertige Verpackung, etwas kleiner gehalten. Aber auch hier so macht das Auspacken schon direkt Spaß. Ne? Sagt man sich, okay, ich habe Geld ausgegeben dafür, will dann auch was in Händen halten und dann ist das auch wirklich schon so ein bisschen so ein Auspackerlebnis. Ich möchte kurz auf die Kopfhörer eingehen. Was bei beiden gleich ist, ist wirklich, wie sie im Ohr halten und liegen. Also es ist wirklich so, die gehen in den Gehörgang rein, das sind In-Ears, die schließen wirklich sehr gut ab und vor allen Dingen sind es Kopfhörer, wie ich jetzt die Erfahrung mache, musste die wirklich mit am besten im Ohr sitzen, also in meinen Ohren. Das ist ja mal sehr subjektiv. Aber bei mir ist es so, ich mache die rein, kann 1-2 Stunden Sport machen und ich fasse die zwischendurch eigentlich auch nicht wieder an. Das brauche ich gar nicht. Die sitzen einfach fest im Ohr drin. Und das liegt auch daran, weil sie sich wirklich hier so in den Gehörgang reinlegen und damit abdichten und damit auch wirklich perfekt im Gehörgang liegen. Und man sieht das, beide sind grün, das war eben so die Farbe, die ich toll fand. Man sieht das hier bei denen, die eben kabelgebunden sind, ist das im Prinzip genauso gehalten. Die sind ein bisschen gebogen und gehen in den Gehörgang rein, dichten ab und man muss auch nicht sehr laut drehen, weil es halt In-Ears sind und man hat dann schon einen sehr guten Klang und auch im Tiefbassbereich kommen die ganz gut. Und das ist generell so ein Thema, ich habe das auch schon in anderen Videos gesagt im Vergleich zu anderen Kopfhörern. Monster ist ein bisschen basslastiger eingefärbt, können auch höhen. Keine Frage, aber wenn man sie im direkten Vergleich zu anderen Herstellern hört, sind die halt ein bisschen tiefer, sind nicht ganz so neutral oder klangneutral und schrauben sich nicht ganz so hoch. Aber das merkt man wirklich nur im direkten Vergleich. Und wo ich auch erstaunt war, was den Klang angeht, ich habe das eben auch nochmal getestet, die Kopfhörer, die über Bluetooth betrieben werden, klingen etwas dunkler noch als die kabelgebundenen. Das mag jetzt nicht an der Funktechnologie liegen, sondern an der generellen Ausprägung des Geräts. Hat der Hersteller sich sicherlich in der Richtung was bei gedacht, dass er beide unterschiedlich auslegt. Haben aber beide ein sehr angenehmes Klangbild, also für meine Ohren. Also es ist wirklich so, dass die sämtliche Musiksparten abdecken, obwohl ich, sage ich mal, Klassik würde ich vielleicht zu anderen Kopfhörern greifen. Aber so ansonsten wirklich, wenn man Rock, Pop und sonstiges hört oder Rap und auch beim Sport diese Art Musik hört, kann man das wirklich sehr gut mit diesen Kopfhörern machen. Nicht ganz unwichtig sind bei Bluetooth-Kopfhörern ja auch die Akkulaufzeiten. Der Hersteller gibt hier 4,5 Stunden an, das entspricht auch der Realität und es wird auch recht genau angezeigt. Also ich habe zum Beispiel oft einen iPod Touch in Verwendung. Bei dem ist das so, da zählt das Gerät dann wirklich runter von 100% auf 90, 70, 50, 30 und dann ist aus. Aber eine halbe Stunde vorher gibt es auch noch einen Warnsignalton, so ein leichtes Piepen immer leise im Ohr. Das wiederholt sich alle paar Minuten und dann, wie gesagt, so eine halbe Stunde später, das hält er dann auch noch durch, ist der Kopfhörer dann aus. Dann stellt er sich automatisch ab. Aber hier sieht man mal, wie das angezeigt wird. Ich muss mal gucken, ob er scharf zieht. So. Also es wird hier recht genau angezeigt, man kann also den Akkuladestand hier recht gut verfolgen. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, sind die beiden im Prinzip recht
gut beim Klang, die haben ein gutes Klangbild, beide leicht unterschiedlich, aber beide doch etwas basslastiger eingefärbt, was aber kein Problem ist, weil man es wirklich nur im direkten Vergleich wahrnimmt, dass beide etwas anders klingen. Wenn ich den jetzt direkt aufsetze, sage ich, nee, klingt super, tue ich den rein, sage ich, klingt auch super. Also es ist, ihr könnt beide kaufen im Prinzip, ihr macht hier keinen Fehler, ihr kriegt hier bei beiden einen gut klingenden Kopfhörer. Und man muss letztendlich die Entscheidung treffen, ob man jetzt bereit ist, den Mehrpreis für Bluetooth zu bezahlen, ob man diesen Tragekomfort haben will, ob man ihn braucht. Also ich möchte ihn beim Sport nicht mehr missen. Wenn man jetzt längere Flüge macht oder so, wäre der jetzt vielleicht nicht unbedingt so geeignet, weil er halt nur 4,5 Stunden hält, wenn man es jetzt ein Langstreckenflug ist. Ansonsten würde ich dann lieber die kabelgebundenen nehmen, weil man da wirklich keinen Stress mit der Akkuladezeit bekommt. Aber so beim Sport und so ist das ausreichend. Da sind 2 Sessions kann man machen und da muss man den Kopfhörer wieder laden und es dauert dann so 2 Stunden, dann ist er wieder voll. Angezeigt wird hier übrigens auch noch der Betrieb des Kopfhörers mittels einer blauen LED. Wenn der Akku sich dem Rest nähert, ist es so, dass sich diese dann rot verfärbt. Das heißt, dann wird ein roter Farbton angezeigt. Also insgesamt beides gute Produkte. Kann man wirklich kaufen, kann ich euch empfehlen, aber hört euch die Kopfhörer möglichst vorher auch im Laden an, denn jeder hört wirklich anders und da kann man auch teilweise enttäuscht sein, selbst wenn man dafür viel Geld ausgegeben hat. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat und auch gefallen hat. Könnt ihr auch gerne liken, würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! We'll be right back.